Männers und Mädels, Premiere! Endlich hat mal jemand unter ein Video einen vernünftigen Videovorschlag geschrieben. Lieber Lennart, der Unterschied zwischen Kusch und Haze, den erkläre ich dir in diesem Video. Vorher muss ich aber noch zwei wichtige Dinge loswerden. Erstens, wenn du auch der Meinung bist, dass das Video hier mehr als nur ein paar hundert Klicks verdient hat, dann gib dem Video unbedingt einen Daumen hoch. Am besten, wenn dir die Videos generell gefallen, dann abonniere den Kanal auch. Das pusht den Kanal und die Videos durch den Algorithmus von YouTube. Zweitens, letzte Woche habe ich ein Video veröffentlicht, was einfach komplett von einem anderen Stern war. Ich habe mir so viel Mühe gegeben und dann ist das erst ab 18, Age Restricted, was eben automatisch den Tod für ein Video heißt. Falls du über 18 bist und das Video dich grundsätzlich interessieren könnte, dann schau dir das unbedingt mal hier oben auf dem i an. So, jetzt reicht's aber. Zurück zum Video. Dajö, starten wir los. Grobe Einordnung. Vorab, Haze und Kusch sind zwei verschiedene Pflanzenarten. Haze würde man eher in die Sativa-Richtung einordnen und Kusch eher in die Indica-Richtung. Was genau der Unterschied zwischen Sativa und Indica ist, das habe ich schon mal in einem Video erklärt. Habe ich auch oben verlinkt, schau es dir unbedingt an. Fangen wir hier mal an mit Haze. Haze wächst insgesamt relativ hoch und hat dünne, lange Blätter, die insgesamt nicht so dicht gewachsen sind. Deshalb wird die Pflanze auch eher im Freien angebaut, weil das in so einer kleinen Growbox relativ schnell eng werden kann nach oben hin. Die Blütezeit ist relativ lang, bis zu 15 Wochen so um den Dreh. Deswegen dauert es auch länger, bis die Ernte eingefahren werden kann. Die Blüten der Pflanze sind insgesamt heller, eher so leuchtend hellgrün. Wenn man an der Blüte riecht, dann ist das eher so ein blumiger, süßer, vielleicht ein bisschen saurer, fruchtiger Duft. Die Kuschpflanze hat breite Blätter und ist von Natur aus eher kompakt und kräftig gebaut. Das sind also eher zähe, widerstandsfähige Pflanzen, die eigentlich perfekt für den Indoor-Grow geeignet sind. Die Blütezeit ist hier auch verhältnismäßig kurz, also so um die 8 Wochen, wodurch dann eben auch die Ernte schneller eingefahren werden kann. Die fertigen Blüten haben dann einen eher dunkelgrünen, kräftigen, teils auch violetten Farbton. Das Aroma davon ist leicht sauer, sehr kräftig und ein bisschen erdig. Wenn man überlegt, wo die Pflanzen jeweils ursprünglich herkommen, dann macht das auch relativ viel Sinn. Wir gehen also noch auf die Herkunft der Pflanze ein. Herkunft. Der Name Kusch kommt von Hindu Kusch. Das ist eine Region im Himalaya-Gebirge. Das erstreckt sich so über Afghanistan und Pakistan, teilweise auch noch Nordwestindien. Hier ist diese Gattung irgendwann mal als Landrasse entstanden und wurde Schätzungen zufolge schon vor tausenden Jahren von den Einheimischen gepieft. So in den 60er, 70er Jahren wurde schätzungsweise dieser Samen dann von den Hippies, damals von diesem bekannten, legendären Hippie-Trail, zurück in die USA gebracht und wurde dann relativ schnell da beliebt, bei Konsumenten, aber vor allen Dingen auch bei Growern. Warum die Wirkung bei Konsumenten so besonders ist, da gehe ich gleich noch drauf ein. Dass es für Grower eine besondere Pflanze ist, habe ich ja eben schon erklärt, weil die einfach eine relativ kurze Blütezeit hat und insgesamt auch relativ kompakt ist, gleichzeitig aber auch widerstandsfähig. Das heißt, so viel kann man da nicht mit falsch machen. Bei Haze geht man davon aus, dass die Haze-Pflanzen von den sogenannten Haze-Brüdern in Santa Cruz, Kalifornien kreiert wurden. Man sagt auch, dass die beiden eigentlich gar nicht vorhatten, so eine Pflanze zu kreieren, sondern dass sie einfach ein paar Samen miteinander gekreuzt haben, die sie halt eben noch da hatten. Und da ist dann eben die heutige legendäre Haze-Pflanze bei entstanden. Genauso wie Kusch wurde auch in den 70er Jahren Haze dann sehr beliebt in dieser ganzen Hippie-Bewegung. Da waren ja auch gefühlt alle am Kiffen. Hier habe ich ja eben aber schon gesagt, dass die Pflanze relativ lange braucht, bis die Blüte durch ist, was dann eben auch die Pflanze oder den Anbau davon unattraktiver für Grower gemacht hat. Dadurch gab es dann einen relativ starken Rückgang in der Pflanze, aber irgendwann sind dann Samen, man weiß nicht genau wie, nach Holland geraten, und zwar zu Neville Schönmakers. Das ist der Gründer von The Seed Bank of Holland, was, zumindest sagt man das so, die erste richtige Samenbank in Europa war. Cannabis Business Side Fact hier am Rande, diese Samenbank ist mittlerweile Teil von Sensi Seeds. Ja, und der Neville hat dann eben aus diesen Haze-Samen von damals heute sehr bekannte Samen gezüchtet,
wie zum Beispiel Super Silver Haze. Insgesamt ist noch zu erwähnen, dass heute bekannte Sorten teilweise zusammengekreuzt wurden aus verschiedenen Gattungen. Also man weiß gar nicht mehr so genau, wo das alles herkommt, weil das ja auch alles im Untergrund passiert und das dann relativ wenig dokumentiert wird. Plus, ganz wichtig, unbedingt aufpassen, wenn du Haze kaufst, dann ist das nicht unbedingt Haze. In Deutschland gibt es ja ein relativ großes Problem mit dem Haze. Es ist ja gefühlt alles Haze und in Wahrheit ist einfach nichts davon wirklich Haze. Vielleicht und hoffentlich ändert sich das ja mit der Legalisierung, wenn dann der Markt reguliert wird und dann man auch wirklich feststellen kann, ob das jetzt Haze oder Kusch ist, was man da kauft. Das ist zumindest meine Hoffnung. Wirkungsweisen. Ich habe es ja eingangs schon mal kurz angesprochen. Haze gehört eher zur Sativa und Kusch eher zur Indica-Klassifizierung. Und das Schöne ist, allein dadurch kann man sich schon grob vorstellen, in welche Wirkungsrichtung das jeweils geht. Kurz gesagt, die als Sativa klassifizierten Sorten, die bringen dich hoch, also machen dich high. Die als Indica klassifizierten Sorten bringen dich down, also machen dich eher stoned. Wenn du das nochmal genauer wissen willst, was jetzt der Unterschied zwischen Sativa und Indica und mit diesen Wirkungsrichtungen gemeint ist, dann schau dir unbedingt mein Video dazu an. Das habe ich hier oben verlinkt. Was heißt das jetzt aber für Haze und Kush? Haze gibt dir nach dem Konsum also so ein Kopf-High. Einen energetisierenden Sativa-Kick. Man sagt auch, Haze macht kreativ und erfüllt den Geist. Das macht den Couch-Lock, also auf der Couch sitzen zu bleiben, fast schon unattraktiv. Haze hat dann, wie eben auch schon kurz erwähnt, eher so süßliche und zitronenartige Terpene, die diesen euphorisierenden Effekt noch verstärken. Bei Kush sieht das komplett anders aus. Nach dem Konsum hat man eher ein Körper-High. Der Couch-Lock ist also viel wahrscheinlicher. Also, dass man sich auf die Couch setzt und dann schläfrig wird, einschläft, sich irgendwelche Serien anguckt und sowas. Kush ist also das klassische Ende des Indica-Spektrums, also das, was dich wirklich schläfrig, müde und auch entspannt macht. Die meisten Kush-Sorten haben auch einen relativ hohen Anteil an Myosin. Das ist ein Terpen, was eben diese Schläfrigkeitswirkung noch verstärkt. Jetzt quatsche ich hier die ganze Zeit von Terpenen und dass es irgendwie die Effekte noch verstärkt. Ich habe ein ganzes Video darüber gemacht. Schau es dir oben an, ich habe es verlinkt. Beliebteste Sorten. So, zum Schluss gehe ich jetzt noch auf die, meiner Meinung nach, beliebtesten Sorten jeweils von Kush und von Haze ein. Falls du das anders siehst oder ich deiner Meinung nach irgendwas vergessen habe, dann schreib's mir unbedingt unten in die Kommentare rein. Interessiert mich mal, wie du das siehst. Fangen wir an mit Haze. Die meiner Meinung nach beliebtesten und auch bekanntesten Sorten sind Lemon Haze. Das echte Lemon Haze habe ich tatsächlich einmal in Israel probiert. Wenn man das hier so in Deutschland kauft, dann ist das in der Regel nicht wirklich Lemon Haze. Aber das in Israel, das hat mich wirklich geflasht. Also meiner Meinung nach das beste Gras, was ich jemals konsumiert habe. Amnesia Haze. Ja, zum guten alten Amnesia Haze habe ich eine andere Beziehung. Ich habe nämlich in meinem Bachelorstudium Gras verkauft und das war dann immer Amnesia. Schöne Erinnerung tatsächlich. Als drittes habe ich hier noch Super Silver Haze. Habe ich selber tatsächlich noch nie probiert, aber ich weiß, dass das eine der beliebtesten und auch bekanntesten Haze-Sorten ist. Und als viertes AK-47. Genauso habe ich auch noch nie probiert, würde ich aber mal gerne. Kommen wir zu den meiner Meinung nach bekanntesten und beliebtesten Kush-Sorten. Erstens, ganz klar, OG Kush. OG Kush wird, glaube ich, von vielen so als die legendäre Kush-Sorte betitelt. Habe ich tatsächlich auch mal probiert in Amsterdam und hat mich komplett weggeflasht. Nummer 2, Hindu Kush. Hindu Kush meine ich mal irgendwo probiert zu haben, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Der Name sagt einem auf jeden Fall meiner Meinung nach was. Und als meine Nummer 3, Critical Kush. Dazu habe ich leider gar keine Erfahrungsberichte, aber kennt man auch irgendwie so vom Namen her. Wie siehst du das? Welche Haze, welche Kush-Sorte habe ich hier noch vergessen? Und was ist deine persönliche Story dazu? Schreib es unbedingt mal in die Kommentare. Interessiert mich mega, wie du das siehst. Fazit. Schlussfolgerung für Cannabis-Business. Ganz egal, ob man Cannabis-Produkte verkaufen oder konsumieren will. Es ist extrem wichtig, dass man grob weiß, in welche Richtung die Wirkung geht. Kush-Sorten wirken eher beruhigend und entspannend,
sind also eher so für abends zum Runterkommen geeignet. Haze-Sorten dagegen wirken eher euphorisierend und anregend, weswegen die eher für tagsüber und für soziale Situationen oder kreative Prozesse geeignet sind. Ich hoffe, ich konnte die Frage beantworten und konnte dir den Unterschied zwischen Kush und Haze vor Augen führen. Falls du jetzt auch ein Cannabis-Thema hast, was dich interessiert, dann schreib's mir unten in die Kommentare und ich werde sehen, ob das mir in den Kram passt. In dem Sinne, wir sehen uns nächste Woche. Yalla, bye.